So, ein herzliches Hallöchen, ihr Mäuse. Zurück auf dem Kanal hier. Schön, wir sind bei Resident Evil 3. Musste gerade wirklich überlegen. Ich habe sehr häufig jetzt Resident Evil 7 gespielt. Wollte gerade willkommen bei Resident Evil 7. Nee, wir spielen natürlich Teil 3, das Remake. Wir haben uns jetzt so ein bisschen durch die etwas zerholzte und zerstörte Stadt gekämpft und werden jetzt, wir sollen den Strom wieder anschalten. Das war die letzte Mission. So, und da checken wir doch mal ganz kurz erstmal, einfach nochmal kurz einen Blick ins Menü werfen. Boah, riecht wie, ich will gar nicht drüber nachdenken. Ja, da warst du noch nicht bei uns auf Arbeit und hast mal in so einem Umkleideschrank reingeguckt. Grüne Kräuter, sie wirken. Ich habe angefangen zu glauben, Chad würde nie von seiner Runde zurückkommen. Also habe ich meinen Kopf da reingesteckt. Und verdammte Scheiße. Das nächste, was ich weiß, ist, dass irgendwelche Maden meinen Hals runterrutschten. Ich hab gewirkt wie blöde, aber das hat die kleinen Viecher kaum gestört. Sie sind einfach nicht hochgekommen. Ich bin herumgetorkelt wie ein Irrer und dann habe ich es gesehen. Ein grünes Kraut. Meine Oma hat mir mal erzählt, dass grüne Kräuter ein natürlicher Insektenschutz sind. Also habe ich mir eins gegriffen und in den Rachen geschoben und runtergeschluckt. Und wer sagt's denn? Die kleinen Viecher wollten nicht mehr in mir drin sein. Ich war noch nie so froh, mich übergeben zu können. Ich werde nochmal da rausgehen und nach Chat zu suchen. Falls jemand das hier liest, denkt dran. Esst euer Grünzeugs. Also, the Oscar goes to the Dialogschreiber in diesem Spiel. Grünes Kraut, das schnappen wir uns natürlich. Stopfen. Falls wir hier jetzt von irgendwelchen Maden angegriffen werden. So, ist der Chat da vorne? Chat sieht, glaube ich, nicht gut aus. Chat sieht nicht gut aus. Was haben wir hier noch? Internes Unterwerk-Memo. Der Schlüssel zum Hochspannungsabschnitt ist verloren gegangen und wir werden vor nächster Woche keinen Ersatz bekommen. In der Zwischenzeit wird ein Dietrich für den leitenden Mitarbeiter im Dienst bereitgestellt. Wir besitzen nur ein Exemplar davon, das wir nicht verlieren dürfen. Behalten Sie es also in der Schatulle, wenn Sie es nicht gebrauchen. Können Sie alle bitte noch einmal nachsehen, ob Sie den Schlüssel nicht versehentlich mit nach Hause genommen haben. Wenn Sie ihn finden, bringen Sie ihn bitte zu Kate in die Verwaltung. Na klar. So. Alles klar, na dann, hier kommen wir natürlich nicht weiter, weil wir noch keinen Dietrich haben. Vielleicht finden wir jetzt den Dietrich. Die Schatulle, die Schatulle, da ist er, die Schatulle. Ja, das ist mal eklig. Das ist mal eklig. So. Schatulle. Der Dietrich. Jawohl. Wir haben ihn. So, jetzt wäre mal interessant, ob dieser auch quasi uns diese kleinen grünen, diese kleinen gelben Schlösser öffnet. Und das, du Kiste. Immer schön reloaden. Ich hatte heute mit Benny erst das Gespräch. Reload. Ja? You can't run and reload at the same time. It's not possible. Also, immer vorher reloaden. So. Und jetzt bin ich auch wirklich gespannt, ob ein Schloss ein Dietrich heißt. Also quasi, wir öffnen das Schloss und der Dietrich ist danach unbrauchbar. Das wäre echt kacke. Hatten wir schon mal bei Resident Evil? Muss ich das jetzt... Okay, geht von alleine. Wir sind nicht bei Skyrim. Okay. Who are you? Oh! Oh! Oh!
Oh, wie? Alles raus. Ja, na, wir wissen ja, Oh. Zieh's ja rein, Alter. Einfach wieder. Ist das ekelhaft. Ist das disgusting. Wirklich. Also, das ist also, nee. Aha, was, hier wachsen also eklige Anusse. Ahnen, Anüsse an den Wänden, das ist ja wirklich ekelhaft. Oh. Ah, also wirklich, Chapeau ans Worldbuilding, es ist widerlich. Es ist einfach ekelhaft. Tot? Tot. Nein? Was? Wie? Wo? Wer? Wo ist? Wie? Ugh. Zerplatzen ja richtig. Das ist ja ekelhaft. Aber auch ein bisschen cool. Okay, ich schaff das. Ja, ich... Buja. Kann ich das nehmen? Durch das Gitter natürlich nicht. Oh, wie? Was? Wo? Was, habt ihr gerade diesen Blur-Effekt gesehen? Können wir in Zeitlupe reagieren auf irgendeinen Angriff als Konterangriff oder wurde ich wieder infiziert mit Gewürm? Oh. Na, wo bist du? Put, 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 put. Oh, von oben, von oben. Ekelig. Oh, das sieht wirklich so ekelhaft hier aus, ey. Schau mal, schau. Komm also aus diesen kleinen Anussen. Aus den Wandanussen. Oh. Donnerlittchen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo ist der Letzte? So, das haben wir alle, das haben wir alle. Welchen habe ich denn jetzt übersehen? Den da hinten habe ich. Das klang gerade so, als wenn da was hinter mir gedroppt ist. Aber scheint nicht der Fall zu sein. So, wie komme ich denn da hin? Muss ich das zerschneiden oder? Achso, nee. Schnittest du! Was können wir nur tun? Da ist eine Tür, da probieren wir mal reinzukommen. Die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Aha. Wunderbar. Okay, hier können wir nichts machen. Immer gern gesehen. So, okay. Und wieder runterkraxeln.
Alter, die Mistviecher können natürlich jetzt überall rauskommen, ne? Ratzefatze sind sie über mir. Fertig. Jetzt nichts wie weg hier. Na komm schon. Drei? Okay, ich vernehme akute Ruhe. Das finde ich erstmal nicht schlecht. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass mich hier nicht wieder so ein Schnodderbatzen anfällt. Und mir so eine Mandelbehandlung gibt. Okay. Jetzt bleibt nur noch der Hauptstromschalter. Okay, cool, 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 cool. Der Schlüssel zum Hochspannungsabschnitt ist verloren gegangen und wir werden vor nächster Woche keinen Ersatz bekommen, denn es gibt anscheinend nur einen. In der Zwischenzeit wird ein Dietrich für den leitenden Mitarbeiter im Dienst bereitgestellt. Wir besitzen nur ein Exemplar davon, natürlich, das wir nicht verlieren dürfen. Behalten Sie es also in der Schatulle, wenn Sie es nicht gebrauchen. Also, in der Schatulle. Erst letztens im Hochspannungswerk, ja, hier, Wanne-Eickel. Denk dran, nachher die Sicherheitskarte zurück in die Schatulle zu legen. Die Schatulle da vorne.